Guten Abend, willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Der Schock, die Anspannung, die Sorge, all das ist noch lange nicht überwunden. Aber die Hilfsbereitschaft ist groß. Von Menschen aus der ganzen Region kommen Spenden für die Familie, die am Sonntag alles verloren hat. Wir hatten Ihnen davon erzählt, zwei 7-jährige Jungs haben in Lage Müssen mit Feuer gespielt und dabei aus Versehen eine Doppelhaushälfte angezündet. Das Haus ist unbewohnbar und die Familie mit zwei Kindern, die darin gewohnt hat, jetzt dringend auf Hilfe angewiesen. Na, wie schaut's aus bei Ihnen? Schon wieder Lust auf Weihnachtsmarkt? Ist ja schon wieder ein Weilchen her. Die Bielefelder lieben ihren Weihnachtsmarkt und trotzdem gibt es in diesem Jahr schon vorab Ärger. Und zwar um den offiziellen Beginn. Bereits am 23. November soll er starten. 3 Tage früher als sonst und ganze 1,5 Wochen vor Beginn der eigentlichen Adventszeit. Ja, und wie finden Sie den frühen Beginn des Weihnachtsmarkts in diesem Jahr hier in Bielefeld? Diskutieren Sie gerne mit auf unserer Facebook-Seite. Iris Bettinger gehört schon lange zu den besten Köchen Deutschlands. Ihr Restaurant Reuter in Reda-Wiedenbrück wird seit Jahren immer wieder mit einem Stern des renommierten Gourmetführers Guide Michelin ausgezeichnet. Es ist neben dem Balthasar in Paderborn das einzige Restaurant mit einem Stern in ganz Ostwestfalen-Lippe. Heute kam noch eine weitere Auszeichnung dazu. Die neueste Ausgabe des Schlemmeradlers kürt sie zur Köchin des Jahres 2018. Ja, und das ist eine tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch auch von uns. Damit sind wir beim Blick auf die Kurznachrichten. Um das Geräusch aus einer Trillerpfeife ging es heute am Paderborner Amtsgericht. Eine Stadträtin aus Essen war wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Das Verfahren wurde eingestellt. Spielhallenbetreiber wie Gauselmann aus Espelkamp wollen ihre Hallen mit technischen Zugangskontrollen ausstatten. Biometrische Schleusen sollen zukünftig erkennen, ob ein Gast einlassberechtigt ist oder nicht. Diese neuen Formen der Zutrittskontrolle wurden heute in Düsseldorf vorgestellt. Am Oberlandesgericht in Hamm ist heute wieder gegen ehemalige Manager von Arcandor verhandelt worden. Dabei wurde Thomas Middelhoff, der ehemalige Chef des Karstadt-Mutterkonzerns und ehemaliger Bertelsmann-Vorstandsvorsitzender, zum ersten Mal als Zeuge gehört. Es ging um seine Nutzung von Privatjets auf Firmenkosten. Sie wollten helfen und stecken nun selbst in der Klemme, weil sie für Flüchtlinge eine Verpflichtungserklärung unterschrieben haben. Damit die nach Deutschland kommen konnten, flattern jetzt bei vielen Helfern die Rechnungen ins Haus. Und die gehen zum Teil in die Zehntausende Euro. Ein Ehepaar aus Minden hat jetzt dagegen geklagt. Rüdiger Höcker ist jetzt auch zu Gast bei mir im Studio. Schön, dass Sie da sind, zu engagieren. Das sind bei uns. Kann man verstehen, wenn man sich diese Summen anhört? Wie ist das denn möglich, dass ich eine Verpflichtungserklärung unterschreibe, ohne mich vorher genau zu informieren, in welche Summen denn dieses Geld am Ende möglicherweise gehen kann? Also ich kann mir das so schwer vorstellen. Eigentlich die Vereinbarung. Niemand ist davon ausgegangen. Diese hohen Summen zustande. Da kommen dann die hohen Summen zustande. Der Kirchenkreis Minden hat eine Petition mit initiiert. Worum geht es da genau? Und die andere? Jeder Fall ist aber unterschiedlich. Ne? Das heißt, man muss auch in jedem einzelnen Fall dann schlussendlich entscheiden oder wird es dann irgendwann mal ganz klar eindeutig für alle so sein, wie Sie das? Ja, wir werden das Ganze weiterhin beobachten. Dankeschön für Ihren Einsatz da und Dankeschön für Ihren Besuch im Studio. Gerne. Jeder kann singen oder zumindest lernen zu singen, heißt es ja immer. Manche können das aber ein bisschen besser als andere. Alle 2 Jahre findet der internationale Gesangswettbewerb Neue Stimmen statt. Nach der 3-monatigen Bewerbungsphase kommen weltweite Vorauswahlen. Die Besten daraus qualifizieren sich wiederum für die Endrunde. Die 42 Talente daraus wurden jetzt nach Gütersloh eingeladen. Soprane, Tenöre, Bässe, sie alle gehören bereits zur Weltspitze. Aber wer hat die schönste Stimme? Diese Woche stellen sich die Teilnehmer der kritischen Jury und harter Konkurrenz. Die Ausstellung Die Wunder Roms war ein Riesenerfolg. Mehr als 65.000 Besucher haben sie sich im Diözesanmuseum in Paderborn in diesem Jahr angesehen. Jetzt wollen die Verantwortlichen noch eins drauflegen. Morgen wird die neue Ausstellung More Than Rome eröffnet. Selbst im Römischen Reich war gesäuerter Weißkohl bekannt und auch bei uns hier in der Region kam er im Winter früher häufig als Sauerkraut auf den Tisch. Zu Omas Zeiten wusste noch jeder, wie es geht. Aus frischem Weiß- oder Spitzkohl Sauerkraut selber zu machen, war eine absolute Selbstverständlichkeit. Heute lassen die Kenntnisse oft etwas zu wünschen übrig. Aber man kann es lernen beim Heimatverein in Delbrück zum Beispiel. Wenn man es nicht schon vorher auffuttert. Den ganzen Winter müssen wir zum Glück erstmal noch nicht auf schönes Wetter warten. Schon Freitag soll es langsam losgehen. Wir waren heute in Wiedenbrück und haben die Menschen gefragt, wie sie bis dahin durchhalten. Man muss den Herbst mit Humor nehmen, findet auch Barbara Flöth-Otto. Der Hund, der aussieht wie ein Pilz
oder andersrum kommt heute von ihr. Vielen Dank für diese schöne Beobachtung. Und hier kommt unser Wetterbericht. Und ab Donnerstag müssen wir dann auch wieder mit dem einen oder anderen Regenschauer rechnen. Damit sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen für heute und tschüss, bis morgen, wenn Sie mögen.